Na Thomas, hast du einen dran, wa? Womit hast du denn geangelt? Hast du mit einem Gummifisch geangelt? Ja. 50 Pfund Rute? Ja. Ja, nicht schlecht. Boah, es dauert noch, du. Das dauert ja, das Ding hier auch. Ein bisschen wird es noch dauern, ne? Wenn es so weit ist, komme ich mal wieder an die Ecke, versuche ich da über den Reling. Ne? Wo bei mir? Hier wenn vorne, ja. Mehr ist, kannst du die Angelfläche hier mal wegräumen, die andere. Ich hoffe nicht, dass sie da großartig stört. Na gut, ich wollte ja nur nicht, dass das knallt oder so. Ich glaube nicht. Ich mache das alles hoch und trocken hier. Junge. Ja klar, das macht nichts, da ist genug Schnur drauf. Dann fahren wir hinterher. Das ist ja kein Problem. Ich muss gleich am Pumpen einfach meinen Daumen auf die Spule legen, dass die Schnur nicht gleich wieder weggeht. Ich geh mal da nach Steuerbord. Ja. Den Eimer dann mal wegnehmen. Eimer? Den? Oh. Den hier? Ja. So? Ja. So, gehst du auf die andere Seite zu Thomas rüber. Ja. Ich in better position. Aber ich posten aber hier wieder zurück, ne? Zum Gaffen. Ja. Halibut. Was war das für ein Anbiss, Thomas? Volle Elle? Ja, der ging mit einmal gegen die Affe die Feuerwehr. Ja, siehst du. Was
Geht los, wa? Ja, das kann man sagen. Ja, siehst du. Auf jeden Fall macht der gut Spiel hier. Ja. Zeit. Immer locker bleiben. Ist das noch mal größer? Ja. Ich überlege, ob es klug ist, ihn hier vorne reinzuziehen oder hinten rein. Was sagst du, Jens? Ich würde sagen, besser hinten. Nicht kalt hier. Wie gesagt, mir ist kalt von hinten. Ist sie jetzt etwas wärmer? Ein Schauer läuft mir über den Rücken ab. Ja. Pass auf, dass du sie nicht verlierst. Mit der Drift geht alles klar. Hast noch ungefähr Zeit, bis wir im Nordkap vorbei sind. Ja, gut. Das ist echt eine super wichtige Meldung. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Löst sich irgendwie nicht so weg, ne? Nimmt er aber. Dickes Ding.
nur, ich werde es auch nicht übertreiben, weißt du, mit dem Druck. Das ist echt ein guter, glaube ich. Das ist ein guter, klar. Sehr gut. Das ist ein Riesenteil. Ja, das ist ein richtig fettes Ding. Wir wollen ihn erstmal sehen und dann müssen wir mal gucken, wie wir es tun. Zur Not muss ich die Kamera ausmachen denn. Du kannst ja nicht mit rüberkommen zum Gaffen. Nicht drei auf eine Seite, dann fallen wir um. Das scheint ja nicht zu sein, das ist die Schnur nicht so nach senkrecht nach unten zeigen, ne? Hey. Vielleicht soll ich die Knarre doch ausmachen, das demoralisiert ja schon ein bisschen. Da siehst du, du musst ein bisschen härter nehmen. Dann kriegst du keine Meter. Der hat eine riesen Flügelfläche, weil der 2 Meter lang ist. 2,53. Naja, mach über längst, Thomas. Ah, jetzt kommt er. Aber jetzt kommt er, hast du den? Machst du 2 Kilo mehr drauf, den kriegst du ihn hochgezogen. Ne? Okay, jetzt nicht mehr so ganz, aber jetzt, ist er, jetzt kommt er wieder mit. Wieder 2 Meter geworden. Bloß mit Gefühl. Aber jetzt zieht er wieder ein bisschen. Guck mal, du packst das.